herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Und worum es sich diesmal handelt, das erkläre ich euch gleich. Herzlich willkommen, ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe die erste Route gefahren. Wir befinden uns hier an einem meiner Hausgewässer. Wie ich hier vorgehe, was ich an Futter benutze, an Tackle, das erfahrt ihr die nächsten zwei Tage. Eins kann ich euch schon mal verraten, es handelt sich um Krautangelei und das ziemlich extrem. Also seid gespannt, es wird für den einen oder anderen mit Sicherheit sehr interessant. Der passt. Der geht so richtig. Erster Fisch. Das ist mal eine Ansage auf jeden Fall. Das wird schwer zu toppen. Geil. Schönen guten Morgen, ihr habt es gesehen, es war ein sehr erfolgreicher Start gestern. Da habe ich mich auch mega drüber gefreut, dass das wirklich in so kurzer Zeit echt super geklappt hat. Ich habe eben noch einen zweiten Lauf gehabt, den habe ich leider im Kraut verloren. Ja, der Fisch, der saß so tief drin in der Wasserpest, das ist eine große Krautbank, die ist vor einem tiefen Bereich, wo ich eine Rute abgelegt habe. Da hatte ich keine Chance. Ich bin mit dem Boot drüber, aber den Fisch habe ich leider verloren. Ja, die Route, die gestern Abend abgelaufen ist, die habe ich nicht neu gelegt. Ich bin dann nur raus, habe den Spot nochmal nachgefüttert, habe den dann eben direkt nochmal kontrolliert. Das Futter ist weg. Ich habe sogar einen Fisch vom Spot wegschwimmen sehen. Ich habe die Route dann eben direkt gelegt
nochmal eine Handvoll Futter drauf und wer weiß, ne, vielleicht, oder sagen wir mal besser hoffentlich, geht da jetzt tagsüber einer drauf. Was gibt's noch zu sagen? Ja, ich werde heute Abend wahrscheinlich den Platz nochmal wechseln. Ich habe gestern Abend noch einen Platz vorbereitet, in einem anderen Seeteil, in einem kleineren Seeteil, der im Gegensatz zu dem größeren Seebereich ein bisschen tiefer ist und auch weniger Kraut aufweist. Das ist ein relativ großes Plateau mit hartem Boden. Ja, da werden wir es heute Abend bzw. heute Nacht wahrscheinlich nochmal versuchen. Wir warten jetzt erstmal ab, was der Spot bringt, auf den ich jetzt die Route gelegt habe, der gestern schon den Fisch gebracht hat. Und ja, wir werden jetzt erstmal was essen, einen Kaffee trinken und dann machen wir hier weiter im Programm. Also, bis später. So, was benutze ich an Tackle? Ich benutze nicht nur hier, sondern auch an anderen Gewässern, wo ich nicht auf zu weite Distanzen fische, 10 Fußruten in der Stärke von 3 Lips. Das hat den folgenden Hintergrund: Wenn ich mit einer geflochtenen Schnur fische und der Fisch dann doch noch zu einer Flucht ansetzt, dann habe ich immer noch ein bisschen mehr Puffer als mit einer 3,5er oder einer 3,75er. Ihr habt es gerade gesehen, ich benutze eine farbige geflochtene Schnur. Das hat den Grund, dass ich die im Dunkeln mit der Kopflampe auch bei ein bisschen trüberem Wasser sehr gut sehen kann und nicht mit dem Boot durch die Schnüre fahre und meine andere Route einsammle. Als Schlagschnur vorne vorweg fische ich jetzt hier eine 0,40er in Clear. Hat den folgenden Grund: Das Wasser ist aufgrund des Krauts halt super klar. Wie es mit der Montage aussieht und den Ködern, die ich hier fische, da werde ich dann später nochmal drauf eingehen. Was gibt es noch zu sagen? Ja, zum Gewässer. Der See hat normalerweise eine Durchschnittstiefe von 2,5 bis 3 Metern. In den tiefen Bereichen maximal 4. Der Wasserstand ist jetzt über die letzten Jahre sehr stark runtergegangen. Dieses Jahr am stärksten überhaupt. Mit Sicherheit noch mal um einen halben Meter. Ich habe im Frühjahr relativ intensiv hier gefischt. Da habe ich die Bereiche hier vorne gefischt. Links vom Ufer mit einer Wassertiefe so roundabout 2 Meter. Da haben wir jetzt 1 Meter. Deshalb hatte ich eben gesagt, wir moven dann heute rüber und schauen mal, was die nächste Nacht im tiefen Seebereich geht, weil es wirklich sehr, sehr flach ist. Ich hatte ja heute Morgen die Fische auf dem Spot gesehen, die Route dann direkt gelegt, aber ja. Wie schon erwähnt, also der Regen ist scheinbar echt kontraproduktiv. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ne? Yeah.
Wetterlauf, zweiter Fisch, ein alter Bekannter. Ich zeige euch den mal ganz kurz. Einer meiner Zielfische aus dem Frühjahr. Richtig schöner Schuppi, ein alter, grauer. Richtig geiles Teil. Ja, Sweet Maggot and Cream schlägt aktuell mein Favorite Crayfish. Ist manchmal so, ne? Naja. Es regnet immer noch. Der Kollege, der darf jetzt erstmal wieder schwimmen. Und dann würde ich schon mal sagen, bis morgen. Schönen guten Morgen. Ich kontrolliere den tiefen Spot jetzt mit der Cam. Das geht im Gegensatz zu den flachen Spots leider nicht mit der Polbrille oder einfach nur so das Ganze halt optisch aus dem Boot ablegen, kontrollieren. Es sieht ganz gut aus. Das Futter ist alles weg. Ich werde jetzt nochmal die Routen neu legen, nochmal eine Handvoll Futter drauf und vielleicht geht dann heute noch einer. Na, wäre schön. Alles klar. Also, bis dann. So, ich möchte euch jetzt noch mal ganz kurz was erklären zu meiner Angelei im Kraut. Ihr habt es gesehen eben, beim tiefen Spot habe ich den Platz mit der Kamera kontrolliert. Echolot, bekanntes Thema, genauso wie GPS. Ich habe einen Haarmarker gesetzt, um einfach einen Anhaltspunkt zu haben, die Route zu legen. In dem Fall habe ich in dem tiefen Bereich zwei Routen gelegt. Der Marker kommt dann wieder raus. Ich bin da gar kein Freund von, die Marker stehen zu lassen. Erfahrungsgemäß reagieren die Fische da teilweise sehr allergisch drauf. Bei den flachen Bereichen, also hier zumindest, ist es ein bisschen einfacher, dadurch, dass das Wasser so klar ist. Ich habe Orientierungspunkte am Land, einen Baum auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wo ich dann auch nachts relativ gut den Platz finden kann und dann einfach mit der Kopflampe den Spot suchen kann, die freien Stellen in den flachen Bereichen. Jetzt tagsüber natürlich gar kein Problem, das sieht man sofort. Wir werden jetzt hier an einem neuen Spot nochmal die Route legen, eine Handvoll Futter drauf. Der Grund ist blank poliert. Das sieht aus, als hätten die Fische hier jetzt kurz zuvor erst gefressen. Den anderen Platz drüben, das ist mir zu weit, sage ich ganz ehrlich, aufgrund der Distanz, die geflochtene, die ich fische, die schwimmt zwar auf, also eine schwimmende geflochtene, das ist mir auch ganz wichtig, damit die nicht zu tief ins Kraut einsinkt, gerade bei größeren Distanzen. Es ist mir aber doch eine Nummer zu heftig, es ist zu weit und wir werden jetzt hier instant nochmal für die letzten paar Stunden einen Spot fischen, den wir gerade gesucht haben. Und ja, als Schlagschnur eine klare 40er Mono, ganz simpel, durch die Tiefe jetzt auch aktuell keine Subfloats. Ich brauche die Schnur nicht weit rausheben aus dem Wasser. Ich lasse die einfach mit der schwimmenden, geflochtenen ganz locker beim Rute legen, beim Zurückfahren, über die Wasseroberfläche laufen, hängen ganz locker den Hänger, den Swinger, whatever, dann ein und dann passt das. Die Mono, die gibt nochmal ein ganz bisschen Gewicht und pinnt das Ganze nochmal ein bisschen auf den Grund. Was gibt's noch zu sagen? Ja, ihr habt es vielleicht gesehen. Es ist wirklich nicht tief. Also ich brauche jetzt nur die Route ohne Rückkurbeln. Einfach schön perfekt ablegen, die Handvoll Futter drauf und zurück. Ja, wir sind gespannt, ob da noch einer geht. Mal schauen.
So. Na, jetzt hat er ein bisschen Bock. Ihm ging es gar nicht. Noch ein schöner kleiner. Vierter Lauf, dritter Fisch. 3-1 für den Sweet Maggot and Cream. Das ist unglaublich. Ja, ich habe den eben gerade kurz eingetütet. Die Route schnell wieder gelegt. Mal gucken, vielleicht kommt noch was. Und dann werde ich gleich die Zeit nutzen. Heute regnet es tatsächlich nicht. Gestern war es super kritisch. Ne, ich hätte euch echt gern mehr gezeigt. Vor allem auch beim besseren Licht, dass man das hier mal wirklich sieht, wie hart das ist mit dem Kraut. Aber ein bisschen was erzähle ich euch gleich. Wir werden uns jetzt erstmal lecker was zum Mittag machen und dann ganz gemütlich die letzten Stunden und den Dreh hier auslaufen lassen. Vielleicht kommt ja noch ein Einpackfisch. Da habe ich ja immer Glück mit. Ne? Mal schauen. Also, bis später. So, jetzt noch mal ein bisschen was im Detail. Das mit der Schnur hatte ich ja schon erwähnt. Ne? Monoschlagschnur vorne vor, eine klare. Auch wegen der Scheuchwirkung natürlich. Und damit sie sich ein bisschen runterpinnt am Boden. Die geflochtene Schnur, schwimmend, damit die schön auftreibt. Oben drauf liegt auf dem Kraut. Zur Farbe gelb. Aus dem Grund, die ist nachts gut sichtbar, wenn ich mit dem Boot eine Route neu lege und dann über eine andere drüber fahren muss. Die sehe ich perfekt. Ich fahre mir nicht in die Schnüre, sammle die Routen ein. Wenn ich jetzt an tieferen Gewässern fisch und einen Subfloat benutze, gibt es ja auch durchlaufend, finde ich jetzt nicht so toll. Dann nehme ich einfach hier so ein 50 Gramm Hechtproppen, das Marker Braid unten mit einem kleinen Wirbel dran. Das federt schön ab, die Schwingungen übertragen sich nicht unten aufs Blei, auf die Montage. Ja, ganz simple Sache, das Marker Braid einfach eingeschlauft, geknotet, ein bisschen Schrumpfschlauch hier drüber, fertig. GPS hatte ich schon erwähnt, Echolot, um die Routen neu zu legen, um die Spots wiederzufinden, nachts oder in den tieferen Bereichen. Nachts benutze ich unsere Glow-in-the-Dark-Marker. Die werden ganz einfach aufgeladen mit der Kopflampe oder mit einem BV-Light, whatever. Die lege ich dann, wenn ich wirklich den Spot wieder perfekt gefunden habe, lege dann das Futter drauf, lege dann die Rute drauf. Ist im Dunkeln super zu sehen. Ja, sammle ich dann danach natürlich wieder ein, hatte ich ja schon erwähnt, dass ich da kein Freund von bin. Kann man aber auch stehen lassen, ne? Gerade wenn man bei schlechtem Wetter dann mit der Kopflampe über einen Teich leuchtet, über den See leuchtet und versucht den Spot zu finden. Die laden sich auf, die leuchten im Dunkeln. Was gibt's noch zu sagen zum Futter? Ja, Sweet Maggot and Cream, neu im Programm, hat meinen Crayfish geschlagen. 3-1, tatsächlich, das ist unglaublich, aber ja, das ist halt manchmal so. Ich habe keine Partikel gefüttert, ein paar Black Tigers als Leckerli dazu und das war's eigentlich. Ne? In dem Fall hier 20er Boilies, ich fische auch gerne 25er, aufgrund der großen Schleien, die hier drin sind. Als Hakenköder ein 20er Sinker, ein 15er Pop-Up obendrauf. Was super funktioniert, ist auch ein 20er Sinker und ein 20er Wafter obendrauf. Mit einem 20er Pop-Up wird es schwierig, das treibt dann oft auf. Ja, aber ein Doppelboilie, der dann durch den Wafter ein bisschen ausbalanciert ist. Ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon. Viel fällt mir nicht mehr ein. Zum Rig? Ja, doch, das Rig. Eine Mono-Section, 15 bis 20 cm meist. Mit einer Loop-Section, weiches Vorfachmaterial. Das lässt sich super ablegen, auch wenn ich die Route jetzt hier in die kleinen krautfreien Bereiche lege und rückwärts kurble und die Montage ablasse.
Die setzt sich perfekt, resettet sich auch perfekt, wenn da mal die Schleien beigehen. Ja, das fische ich eigentlich zu 90%. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, hoffen wir mal, dass noch einer geht. So, ich mach's kurz und knapp. Das war's von mir hier. Leider ging kein weiterer Fisch. Vielen Dank an Luca, der mich die letzten zwei Tage begleitet hat mit der Kamera. Unser zweiter Videographer ab sofort. Ja, wir sehen uns. Bis dann. Hat Chris das eigentlich flüssig hingekriegt? Wir befinden uns hier an einem... Ja, Bub, Alter, Brett vom Kopf, weg. Boot macht. Fuck, Alter, Junge! Ja, der fett coole Kameramann. Was? Der fett coole Kameramann, Entschuldigung.